Welches ist das beste Schulfach? Eine Frage, über die Newton schon nachgedacht hat, als ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist. Heute wissen wir, es ist Physik. Und das lege ich euch jetzt nochmal dar. Schulfächer rappen, ist ja klar, wer hier am besten ist. Physik ganz am Anfang, weil es halt geiler als der Rest ist. FSM mal A, merk dir das, wenn du dann untergehst. Ich baller dich mit Formeln zu, bis sogar du die drei Finger verstehst. Du wirst jetzt gespalten, so wie ein Atom im Meiler. Nur die Fusion, die ist da halt noch viel geiler. Einstein, Bose, Weizsäcker, das sind echte Krass-Checker. Ich zeig dir jetzt mal, was ich kann, nun dann. Voran. In anderen Fächern, da labert man nur. Hier wird gerechnet mit klarer Struktur. Wer Physik kann, hat im Leben gewonnen. Du aber nicht, das hast du davon. Was können andere Fächer schon? Ich messe krassen Scheiß in Ohm. Ohne mich kein smartes Phone und wir wären niemals auf dem Mond. Junge, Mondlandung? Du schreibst ernsthaft alleine der Physik die Mondlandung zu? Alter, ohne mich wäre da gar nichts gelaufen. Und dann noch mit Smartphones angeben? Macht mal eure Monitore aus. Kinder, scrollt euch weiter. Denkt ihr, wir wären Außenseiter? Ihr habt zwar ein paar mehr Likes, aber trotzdem mag euch keiner. Ohne Code und Webdesigner habt ihr keine Freunde. Leider. Während ihr auf TikTok swipe, ruft uns die Karriereleiter. Ich bin im Hintergrund, in deinem Netz. Yo, Alexa, sag mir einen Witz. Ups, dein Konto ist zerfetzt. Ich bin anonymous, bin legendär. Dein Arbeitsspeicher überfüllt, du weißt nicht mal woher. Währenddessen beschwerst du dich, dass das Schul-WLAN nicht funktioniert. Ohne mich wird das Netzwerk vom ganzen Landkreis krepiert. Ich speichere Daten auf Vorrat bei den Autoren von Online-News, werde ich nicht beliebt. Und spamme die Kommis mit tausenden Bots und antworte tausend mit ChatGPT. Yo, wenn du dir eine Sprache aussuchen könntest, nur eine Sprache, mit der du kommunizierst, würdest du dann Java wählen? Merkst du selber, oder? You know I don't need you. I don't care if you fail this class, but I know for sure, without English you are losing fast. You're losing your job. I won't even get into it, cause English is boss. You know, talking about the internet, cause I hate to break it. Your English skills are basic. Didn't do your homework and now you're trying to fake it. Face it, your vocab hasn't changed since you were in the 8th, and I hope you can take it. Go. You know that my flow is much better than yours. Why could it be? Well, the language, of course. Everyone on this track trying to imitate what I have started in NYC Bronx. Even in Germany, people can't talk without using Anglicism. They want to talk, let me walk, let me look, let me be like me. Pretty good proof that I'm the boss. Ihr macht einen auf Rap-God, Blasphemiker, und gleichzeitig in den USA noch Gang-Wars anzetteln? Ihr habt den rechten Weg verloren. Macht euch bereit fürs Fegefeuer. Das hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Vater, unser Mann, der da besser flowen kann als alle Rapper der Geschichte. Du wirst jetzt vom Herrn gerichtet. Prall's mit deinem Auto, ey, ich komm mit meiner Arche an. Und während ich auf dich runterschaue, rauschst du in den Untergang. Geht auf die Knie und fallt die Hände. Lieb deinen Nächsten so wie Fremde. Ohne mich fühlst du dich mies. Also Glaube, Liebe, Hoffnung auf endgültige Erlösung. Mit uns wie IP im Paradies. Hier stehe ich und kann nicht anders. Nehmt euch komplett auseinander. Keines der anderen Fächer hier kann auch behaupten, dass sie etwas Wichtiges lernen. Denn ganz am Ende vom Leben läuft es darauf hinaus, dass sich nur Jesus Werte bewähren. Wenn ihr denkt, ich muss euch hier was beweisen, tja, Jesus hat mir den Beweis genommen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes ist Rallye am besten und ihr lieber Fromm. Ja, Amen. Das ist eine schöne Story, die sich euer Prophet da vor tausenden Jahren ausgedacht hat. Kann nur kein Mensch beweisen. Meine Geschichten sind nachweisbar und bieten bessere Lehren als deine. Pass mal auf. Geschichte war vor allem da und wird immer bleiben. Erzählt von aller Menschen Leben und von ihrem Leiden. Vor allem eurem, wenn ihr euer Zeug nicht könnt. Die Konsequenzen fast so schlimm, wie wenn ihr an einem Galgen hängt. Arminius, Varus, Nero, Brutus, Barbarossa, Gutenberg, Bismarck, Wilhelm und Kolumbus, Robespierre und Korsenzwerg, Zwillingslüge, Inflation, Schwarzer Freitag, Depression, Perestroika und Glasnost. Wer das nicht kennt, ist komplett lost. Ich gebe dir eine Quelle von 1804 und lasse sie dich dann analysieren. Formalia, Beschreibung, Deutung und Meinung. Vergiss nicht, den Kontext zu thematisieren. Geschichte ist das beste Fach. Sozi kommt direkt danach. Bei der Fahrt in die Hauptstadt bin ich jedes Mal mit am Start. Doch jetzt mal ernsthaft, denn wir können es uns nicht leisten. Wir haben zwar schon viel geschafft, es soll doch auch so bleiben. Jeder Mensch in diesem Raum ist potenzieller Wähler. Genau darum bespreche ich doch unsere größten Fehler. Was uns die Geschichte lehrt, darf niemals vergessen werden. Lasst uns unseren Kindeskindern auch Demokratie vererben. Es ist so leicht, das alles hier einfach für gegeben zu nehmen. Doch was man uns gegeben hat, kann man uns auch wieder nehmen. Toleranz und Meinungsfreiheit sind nicht selbstverständlich. Wenn wir uns nicht beteiligen, ist Demokratie vergänglich.